Jo, schönen guten Tag, da bin ich wieder, der Ära ist wieder da. Und wir sind immer noch in Ogantar und ja, spielen Ascension to the Throne. Ja, Ziel ist es, wir wollen hier alles befreien und wir wollen der König werden. Ja, wir brauchen erstmal Truppen, so, um es mal kurz zu formulieren. Mal gucken, ob der mir jetzt welche geben darf. Ne, darf er nicht. Was kannst du mir geben, lieber Schmied? Auch nichts. Gut. Ja, unsere Armee hat ein wenig gelitten. Also wir haben überhaupt nichts mehr für den Nahkampf und haben jede Menge Autorität übrig. Das heißt, wir müssen jetzt mal schauen, dass wir hier die ganze Truppe mal ein Stück weit aufmotzen. Dann werden wir mal gucken. Also ich würde mir auf jeden Fall gerne nochmal so einen Königsschützen besorgen, dass wir zwei Fünfer-Trupps haben. Und ja, für den Nahkampf bin ich halt gerade die ganze Zeit am Überlegen, was da für uns Sinn ergeben würde. Vielleicht wäre es halt auch einfach ganz cool zu sagen. Vielleicht nimmt man einfach so ein Rudel Werwölfe. Ich weiß es nicht so richtig. Oder holen wir uns halt einfach nochmal ein paar Bären, weil was Besseres haben wir jetzt im Nahkampfbereich einfach nicht. Ich habe auf jeden Fall keine Wölfe. Da wir jetzt aber eh erstmal nach ins Schloss von Konrad müssen, können wir uns eigentlich auch nochmal gucken, ob wir noch ein paar Bären bekommen. Das wäre vielleicht ganz clever. Weil die sind ganz cool und vor allem die halten halt ein Stück weit mehr aus. Ich habe jetzt keine Lust, dass ich permanent neue Truppen ausheben muss, weil die immer alle abkacken. So, einen hierhin. Nein, einen bitte. So. Jetzt haben wir noch 224. Und wir können ja hier noch den Ring tauschen. Mit diesem Ringlein können wir ja einfach spontan. So, haben wir noch Geld eigentlich? 9000 Gold. Dann kaufe ich dem jetzt tatsächlich Veritas. So. Okay, wir haben ihm jetzt erstmal so sein Würdelein abgekauft. Weil ich will schon gerne, wenn wir das jetzt hier schon mal durchspielen, dann würde ich gerne alles schaffen. Also dann sollten wir auch alles mitnehmen. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt bringt, wenn wir die Würde zusammen haben, aber. Vielleicht haben wir dem jetzt auch einfach nur 5000 Gold geschenkt. Aber was soll's. Geld kriegen wir ja immer wieder. Wobei, ich hätte halt gerne die 25.000, um mir so einen Ring der Schnelligkeit zu kaufen. So, hey alte Frau. Ja, Bären kaufen. Vier Stück. Vier Stück. Vier Stück. Jetzt habe ich noch 34 Autorität. Das, reicht noch für einen Werwolf, glaube ich. So. Jetzt werden wir die erstmal hier ein bisschen verteilen. So. Ja, dann müssen wir jetzt eh wieder darunter. Da können wir mal gucken, ob wir vielleicht noch einen Werwolf dazu packen können. So als Außenstürmer quasi. Ja, 6 Punkte, dann könnte man sich noch einen Königsschützen holen. Das wäre mir ehrlich gesagt lieber als so ein blöder Werwolf. Na gut, wir schauen mal. So, und dann müssen wir uns eh da unten noch ein Stück weit mit allen im Gilbert-Schloss. Ja, wir müssen dann erstmal nach Stahlberg hinein. Schauen wir mal. Sieht doch gut aus. Auf jeden Fall läuft es doch ganz gut. So, ja, Werwölfe kaufen. Genau. Es reicht für genau einen. Naja, dann haben wir noch einen Außenstürmer. Das ist okay. So, wir machen eine Speicherung. Ja, dieser Fürst Gilbert würde uns Treue schwören, wenn wir hier unten alle töten. Ehrlich gesagt habe ich ein bisschen Angst, dass wir das noch nicht schaffen. Weil die Typen haben uns vorhin schon so beim ersten Kampf hier ganz schön zugesetzt. Deswegen werde ich jetzt erstmal versuchen, mal ein Stück zurückzugehen und werden erstmal Stahlberg befreien. Das nützt ja nichts. Müssen wir dann auch noch einen Brief abgeben. Das sollte man nie vergessen, dass ich ja noch ein Brieflein abgeben sollte.
So. Hier waren nämlich diese ganzen Lager mit den ganzen Werwölfen. So, was gibt's denn hier noch Schönes? Nichts. Einfach nur ein Kreis von Wegelchen. Uiuiuiuiui, die haben aber auch. Also hier diese Untoten haben ganz schön aufgefahren. Ja, hier geht's dann zum Tor hinein. Also hier müssen wir uns mal durchschlagen. Ja, wir probieren es einfach mal. Nutzt ja jetzt nichts. Zur Not werden wir jetzt wahrscheinlich nochmal ganz schön Leute Sehr gut. Ja, die haben direkt, die Fernkämpfer haben direkt auf mich geschossen und da war die Nummer direkt vorbei. Gar nicht mal so schön. So, dann probieren wir erstmal die hier. Ja, mal schauen. Das ist halt der Nachteil, dass es halt tatsächlich immer noch so ein bisschen an mir hängt. So. Ein Werwolf. Ja, da kann sich auf jeden Fall so einen da wegfressen. Sehr gut. Ein Teddy. Ja, los geht das. Wir haben halt schon so ein bisschen den Geschwindigkeitsvorteil. So, jetzt müssen wir einfach mal... Ja, die hier sind am gefährlichsten. Die machen echt ganz schön Schaden im Fernkampf. Und wenn die mir wieder meinen Chef wegschießen... Wobei ich ja sagen muss, die Teddy sind halt auch krass drauf. Jawoll. So, Bogenschützen. Überlegen. Ne, das mache ich dann mit meinem... Das mache ich dann mit dem Feuerball. So. Ja, da war der Werwolf schon wieder hinüber. Aber ich habe natürlich einen dreifachen Feuerball. Oh, ja, das ist natürlich... Dann nehme ich natürlich hier... Drei von den Typen. Und dann mischen wir halt dann nochmal. Ja, ein Werwolf halt. Das ist jetzt nicht so aufregend. Besser ist, dass die Teddys überleben. So. Ich lasse ich mal hier den Kollegen auffressen. Ja, die sind die ganze Zeit nur am Buffs verteilen. Aber das hilft euch gegen meine Bärchis auch nicht. Noch ein Teddy, der frisst mal den hier. Bam. So, jetzt Bogenschützen. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Hier haben wir noch mal Bogenschützen. Die können dann auf den da schießen und dann sollte das erledigt sein. Tja, und da haben wir genau einen Werwolf eingebüßt. Aber es gab wieder 4600 Erfahrung und demnach natürlich auch wieder Autorität. Und hier können wir jetzt ein bisschen nacharbeiten. So. Die alles entscheidende Frage, die sie mir stellt, ist, ich könnte mir jetzt wahrscheinlich noch einen Teddy kaufen. Ich könnte mir aber höchstwahrscheinlich auch noch ein paar Schützen kaufen. Was will man jetzt? Eigentlich hätte ich lieber noch so ein paar Bogenschützen. Mal gucken, wenn ich jetzt den Ring noch anziehe. 66, das wäre genau einer. Ja, komm, noch so ein Bogenschützen dazu hier. Meine Teddys, die sind gut. Die halten schon eine Weile. Auf jeden Fall ist hier ganz schön viel zu tun. Hier muss man sich ganz schön rumprügeln. So. Genau. Weil es ist halt schon cooler, wenn man das wenn man das im geraden Bereich hält, dann kann man es besser aufteilen. Also wenn dann zwei nötig sind, um einen zu killen, macht halt einer immer nur einen halben Schaden. Das ist ein bisschen ärgerlich.
Ja gut, dann fahren wir nach Stahlberg, aber so langsam, aber sicher sieht es doch ganz gut aus hier. Wir kriegen das schon in den Griff. So, jetzt gucken wir uns erstmal hier in dem Ort um, was es denn da ist. Auf jeden Fall schon mal der Priester, wo wir den Brief abgeben sollen. Seid ihr Antoine? Oh, Entschuldigung, jetzt lasse ich ja meine Tastatur fallen, da muss ich ein bisschen aufpassen. Ja, ich habe einen Brief für euch von eurem Bruder. Meinem Bruder, gebt ihn mir schnell. Ja, das ist noch Liebe unter Brüdern, den Brief übergeben. Ich kann euch gar nicht genug danken. Nicht der Rede wert, ich war sowieso auf dem Weg hierher. Nein, ich möchte euch meine Dankbarkeit ausdrücken. Oh, ich weiß, ich kann eure magische Widerstandskraft stärken. Hm, das könnte ich gut gebrauchen. Ausgezeichnet, wartet, schon erledigt. Wirklich, ich habe gar nichts gespürt. Vertraut mir, das werdet ihr im Kampf. Wir werden sehen. Okay, er hat mir 16 Punkte Magieresistenz geschenkt. Okay, mehr sagt er mir nicht. Schauen wir mal. Wie gesagt, erstmal. Ah, haha, ich dachte es mir schon. Jawohl, liebe Soldaten. Oh, das war jetzt natürlich grandios, weil das bringt uns jetzt tatsächlich schon wieder genau einen Königsschützen. Den hole ich mir jetzt auch. Dann haben wir zwei 6er-Trupps. Jetzt haben wir 22. Mit dem Ring haben wir 58. Wir könnten noch einen Teddy nehmen, aber ich will jetzt erstmal auf 12 solche Königsschützen kommen. Also die gefallen mir schon sehr, sehr gut. Da ist sehr anständig Damage, die sind schnell. Das ist so das Gesamtpaket, was echt schön ist. Also einen nehmen wir auf jeden Fall noch. Für mehr reicht es leider auch nicht. So. Okay, das ist doch erstmal toll. So. Also grundsätzlich zurzeit gilt die Faustregel, gefundene Truhe ist ein Schütze. Ja, und dann wäre es natürlich schon schön, wenn man jetzt im Nahkampf vielleicht die Bärchen noch ein Stück ausbauen könnte. Vielleicht gibt es ja auch irgendwo nochmal... Diese Gladiatoren sahen natürlich auch ziemlich cool aus, aber der hat mich ja direkt mit einem Schlag dahin gestreckt. Um da den Kampf zu gewinnen, muss ich glaube ich noch ein bisschen... Was soll werden? Hey Krieger, helft mir, was gibt es? Schlag mit dem Hammer auf dieses Rad und ich halte hier fest. Zuschlagen. Nochmal zuschlagen. Nochmal zuschlagen. Nochmal zuschlagen. Nochmal zuschlagen. Nochmal. Mann, wie im Himmel schafft ihr es, den Hammer den ganzen Tag zu schwingen? Mein Arm fängt jetzt schon an zu schmerzen. Nochmal. Nur ein paar Schläge mehr und vergesst den Arm. Der wird für eine Weile wehtun, aber er wird kräftiger werden. Zuschlagen. Ah, ich habe Heldenschaden bekommen. Halt, das genügt. Danke für die Hilfe. Keine Ursache, bis später. Oh, und wir haben wieder Autorität gewonnen. Genau, jetzt gibt es hier einen Tau für die Brücke. Okay, also er hat leider keins. Er hat keins. Na, das ist doch sympathico. Jetzt hat er mir wieder die Autorität erhöht. Wenn ich jetzt den Ring dazu nehme, komme ich auf 50. Tja, 50 reicht leider nicht. Für einen Teddy. Für einen Teddy bräuchte ich, glaube ich, 54 oder sowas. Ja, 54, aber da könnten wir dann nochmal nachschauen, ob wir dann noch einen Teddy rankriegen. Ich brauche einen Leibwächter. Ihr redet mit dem falschen Händler, ich bin kein Babysitter. Was mache ich nur? Ich brauche Schutz. Warum? Seid ihr blind? Die Stadt ist von Feinden umzingelt, wir werden alle sterben. Und ihr glaubt, ein Leibwächter wird euch retten. Seid keiner. Wenn der Feind durch diese Tore kommt, wird euch keiner helfen. Aber egal. Ich brauche Wachen. Ich habe in der Nähe der Stadt eine Gladiatorenschule gesehen. Versucht, mit ihnen zu reden. Ich kann dort nicht allein hingehen, das ist zu gefährlich. Helft mir. Bringt sie her, ich bezahle euch großzügig. In Ordnung, ich helfe euch. Okay, also wir müssen dann doch mal in der Gladiatorenschule irgendwie... Oh, das ist auch schön. Hier würde sich quasi der Kampf auslösen, wenn wir jetzt hier reinlaufen. Tut mir leid, was? Ich habe dir zufällig ein Skalpell. Was? Ein Skalpell, eine sehr scharfe, stabile Klingel. Sowas wie ein Messer. Nicht ganz, es spielt aus Oliven und dennoch zerbrechlichem Metall. Nein, sowas habe ich nicht bei mir. Warum? Ich bin ein Heiler, ich werde mich bald um viele Wunden kümmern müssen, aber ich brauche Instrumente. Warum fragt ihr nicht den Schmied? Unser Schmied kann solch feines Instrument nicht herstellen. Wenn jemand mit Fürst Gilberts Schmied reden könnte, der könnte das. Wo liegt das Problem? Ich kann die Stadt nicht verlassen, das ist zu gefährlich. Das ist wohl wahr. Vielleicht könnt ihr mir ein Skalpell besorgen. Ich würde eine Menge Leben retten. Na klar doch. Ja, hier gibt es jede Menge Quests. Da steht auch echt schon so ein Typ mittendrin, statt nur dabei. Hier noch der Zauberer. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Kommt mit mir. Nein, ich kann ja weg. Stahlberg wird belagert. Mhm.
Was kann er mich lehren? Gift, Pfeil, Regenrüstung, Dreifacher. Können wir alles schon. Beziehungsweise brauchen wir das nicht, der dreifache Feuerball, das ist natürlich schon ziemlich cool. So, oh, komm, hier ist noch ein Wirt. Nö, der hat nur Unterkunft. Wer bist du denn? Die Baracken sind geschlossen. Wir brauchen jeden Krieger hier, wir erwarten einen Angriff. Okay. Ja, hier gibt es definitiv für uns relativ wenig zu holen. Das sind natürlich hier... Diese Soldaten hätte ich gerne. Aber ich glaube, da muss man noch ein bisschen drauf warten. Aber die sehen gut aus. Also gerade hier so der Kollege mit seinem Schild und seiner Hellebarde, wobei es natürlich eigentlich gar keinen Sinn macht, eine Hellebarde mit einem Schild zu kombinieren, aber jeder wie er gerne mag. Wenn es schön aussieht, ist es ja egal, ob es wirklich sinnvoll ist. So. Jetzt gehen wir mal das Skalpell besorgen. Und dann müssen wir halt nochmal schauen, dass wir dann irgendwie klarkommen mit den Gladiatoren. Das wäre ja mal ganz spannend. Da muss ich mal schauen. Goldstücke, einverstanden. Ah, das war aber eine schnelle Stunde. Sehr gut. Jetzt haben wir ein Skalpell besorgt. Naja. Und dann wird es ja einfach so aussehen, dass wir uns einfach noch eine Runde rund um Stahlberg schlagen müssen. Was ist denn da unten? Also wir können ja noch ein bisschen... Ach ja, hier komme ich jetzt nicht lang. Gnoll, Gnoll, Ogre, Wiedergänger, Zauberin. Moment. Ich habe ein bisschen Angst, dass die wieder direkt auf meinen Chef schießen. Und dann ist das der I-Win-Button. Das ist schon krass. Und da geht der erste Bär dahin. Das ist schon echt derb. Naja. Aber was willst du machen, ne? Kannst du gar nichts machen. Da kam schon wieder der Buff. Komm. Das reicht noch nicht mal, um die Zauberer aus der Jacke zu hauen. Naja, gut. So, jetzt schauen wir mal. Also ich würde jetzt, glaube ich, schon erstmal hier den ihre Fernkämpfer rausnehmen aus dem Geschehen. Da kommt nämlich sehr viel Damage. Große Strecke angeflogen. So, und jetzt schauen wir mal. Was sind dreifach? Ja, das pusht die ganz schön runter. Es fehlt genau ein ganz kleines Mühe. Aber 199 Schaden ist schon mal ganz anständig. Tja, wir müssen dann mal Bären kaufen gehen. Wir halten fest, darauf wird es hinauslaufen. Uiuiuiui, meine schönen kleinen Bärchis. Nichts geht über Bärenmarke. Los. Schlag zu. Echt, wir brauchen noch zwei Bärchen, um einen Ogre wegzulegen. Ja gut. Schnicki, schnacki, die schnicki, die schnuck. Sehr gut. Schießt sie um. Tja, okay, wir halten fest. Wir müssen dann noch mal Nahkampfeinheiten besorgen. Ja, jetzt geht es auf jeden Fall mit den Stufenanstiegen hier. Geht es ganz schön ab. Ich habe jetzt beschlossen, einfach mal hier meine Lebenskraft Stück für Stück anzuheben. Jetzt haben wir schon wieder unheimlich viel Autorität übrig. Jetzt wollen wir mal schauen, ob wir das vielleicht jetzt in der Gladiatorenschule hinkriegen. So wir denn den ersten Angriff von denen überleben. Da müsste halt dann einfach nur der Schaden dementsprechend sein. Mal gucken. Das wäre ja ganz spannend. Dann könnten wir diese Leibwächter-Quest halt abschließen. Und hätten vielleicht auch einen Ersatz für die Bären. Also wenn ich sowas hätte, was wirklich direkt losrennt und mich da aus der Jacke boxt. Das sah jetzt nicht so schlecht aus, muss man mal festhalten.
davon so ein Rudel, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das sehr anständig funktioniert. So, wir können schon mal in den Modus Speichern übergehen, weil wird ja gleich... Oh, was ist das denn? Ach so, die kämen so mit. Also man muss ja einfach anlabern und irgendeiner macht's dann. Das ist okay. Bin geboren, um zu kämpfen. Der käme wahrscheinlich mit, aber ich müsste erst den Test wieder bestehen. Okay, jetzt habe ich erstmal den Leibwächter für einen Kollegen besorgt. Ja, okay, wir probieren es mal. Jetzt kommt es darauf an, ob wir den ersten Angriff überleben. Mal schauen. Und dann müssten wir ihn halt wahrscheinlich mit einem Schlag aus der Jacke hauen. Okay, 230 ist okay. So. Das reicht nicht. Kriegen wir... Ach, scheiße. Wir kriegen ihn nicht rechtzeitig umgeschossen. Jetzt haut er uns nochmal und wir sind wieder kaputt. Okay. Wir brauchen noch mehr Damage. Wir brauchen noch mehr Schaden. Das ist natürlich ärgerlich. Ja gut, egal, wir können den Leibwächter ja trotzdem mal kaufen hier. So, dann haben wir den mal gekauft. Notiz an mich. Lebenspunkte reichen. Jetzt brauchen wir einfach nur noch genug Schaden, um den mit einem Schuss ins Jenseits zu befördern. Wo geht's denn eigentlich hier hinten hin? Sieht unheimlich langweilig aus. Ja, es ist auch langweilig, aber an der Stelle ist jetzt eh schon wieder die Zeit rum. Das heißt, ich werde jetzt an der Stelle mal eine kleine Pause machen. Und sag vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefällt, lasst mir einen Daumen da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin mit Ascension to the Throne der Ära.